Hey, bei sowas, wenn man mich zupackt, werde ich zum Hassan. Da steht andere Auto, so in zweiter Reihe, so dicht neben meinem Auto. Also Auto ist falsches Wort, ist Kombi. Ja, ein Mann, der sich kauft Kombi, kann gleich mal Geschlechtsumwandlung. Ne, der Türke lacht, du hast verstanden. Gut, ja, ist so. Ja. Hey, da bin ich echt aggro. Hat mir der Kombi nur so, ne? Ich hab nicht gelacht, war das Schnaufen. So wenig Platz gelassen zum Einsteigen. Hey, ohne Scheiß, du kannst, komm ich nicht in mein Auto rein. Reicht nicht mal für Kate Moss, wenn sie gerade kommt vom Klo. Ehrlich. Ja, guck mein Kreuz, ich hab 2 Meter Rangierabstand. Aber kein Problem, ich hab dem Typ von der Kombi, hab ich mal so Nachricht geschrieben, so. Dass man nicht so nicht parkt. Müsst ihr auch mal machen, wenn ihr euch einpackt. Habe ich so eine Nachricht, also weil manchmal fliegt eine Nachricht weg. Ne? Wenn's, deswegen habe ich so direkt mit Messer in Lack reingeschrieben. Und damit er nicht ganz vergisst, habe ich noch Erinnerung gemacht, Knoten in Antenne. Ne? Habe ich versucht, dass mehr Platz ist zwischen meiner Waage und seiner Waage. Habe ich auf der Kombi, also der Fahrerseite, so der Reifen zerstochen, damit so nach links abkippt. Ja. Moment! Ja, zu spät geklatscht. Ich habe gerade geguckt, wer nicht klatscht, weil das könnte der Kombimann sein. Habe ich noch was versucht sogar. Wollte ich der Halter von der Waage halt auch noch benachrichtigen. Habe ich so Scheibe eingeschlagen, ne? Na ja, damit der Alarmanlage losgeht, aber pff, ist nichts gekommen, weil hat gar keine. Ne? Da habe ich erstmal das Navigerät von dieser Kombi, habe ich so in Sicherheit gestellt, der Pole hat es jetzt. Und, und jetzt gibt es noch letzte Mal, bevor ich jetzt mag, Signalfeuer. Du hast jetzt 5 Sekunden, um das Auto wegzuparken. Ich zähle ab. 2. 5. Warte. 4. Riecht nach Fußbrett. Okay. 5. 4. 3. Tut mir leid, war Onkel Ahmed mit Walze vom Baustelle schneller da als ich. Wir Deutsche, wir denken zu viel nach und deswegen haben wir auch so viele Ängste. Nein, wahnsinnig viele Ängste. Vollidioten haben definitiv weniger Ängste. Ein Vollidiot kann 1,60 Meter groß sein, der steigt trotzdem in einen Aufzug ein, da steht schon einer drin, der ist 2,10 Meter, der hat eine Glatze, wiegt 180 Kilo, er hat ein Schalke-Trikot an. Und nein!